Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eloa. Und noch kurz paar. Oh, ich habe neue Items, habe ich gar nicht gesehen gestern. Ui! Ui, nicht neu, das ist auch nicht neu. Okay, ich hatte nur eine neue Suit. Egal, neues neu. Egal. Noch kurz zu gestern. Ultra nice, finde ich, dass es so gut ankommt. Ja, freut mich richtig, auch wenn es sich nicht danach anhört, aber ich habe nun mal eine sehr monotone Stimme. Kann man nicht ändern. Life is hard. Ja, und dann noch zur Sache mit dem Cash Shop. Also ich habe nochmal auf der Internetseite nachgeschaut, den gibt's nicht. Ja, also ob es noch nicht ist, weiß ich nicht. Aber da das Spiel noch in der Open Beta ist, kann ich mir schon vorstellen, dass da noch einer kommt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich ein Free-to-Play-Spiel gibt, das ohne Ketchup überleben kann. Also das bei League of Legends vielleicht, ja, und die haben den Ketchup, wo du zwar nichts kaufen kannst direkt, sondern nur das Aussehen verändern kannst, aber ich meine trotzdem, also das ist halt, das ist einfach normal. Und wenn du nur, wenn du irgendwas kaufen kannst, was dir nichts bringt in dem Game, ja, selbst sowas gibt es überall, aber hier nicht. Also deswegen kann ich mir das echt nicht vorstellen, dass das nicht mehr kommt. Jetzt in der Beta, okay, ist halt Open Beta. Viele Spiele haben allerdings in der Open Beta schon Cash-Up, also eigentlich fast alle, die ich bisher gespielt habe, aber trotzdem hat es dieses Spiel halt nicht. Aber ich denke mal schon, dass es noch kommen wird. Ich hoffe auch übrigens, dass es jetzt schon nicht gelöscht wird nach der Open Beta. Nicht so wie nach der Initial Beta. Aber Initial Beta war ja nur eine Testwoche. Ich meine, es hieß ja sogar, dass du nur eine Woche spielen kannst. Also ich meine, es war klar, dass es gelöscht wird. Genau. Ja, und dann, woher haben wir das Pad bekommen, habe ich leider nicht rausgefunden. Ich hatte jetzt auch nicht so großartig Lust da jetzt. Wir können ja schon mal mit dem Kerl labern, wir lesen jetzt nicht durch. Oh Mann. Lost Dickens. Ah nice, wir müssen Lost Wolves gehen. Ja, können wir ja. Leute, das Camp ist ja direkt hier. What the fuck? Ich dachte, wir müssen jetzt erstmal dahin laufen. Egal. Jedenfalls, ups. Ah fuck, mein Level wechselt ja auf F die Tasten. Ja, ich muss erst wieder reinkommen. Ich hab's gerade hier CSGO gespielt, das ist. Gewöhnungsbedürftig. GGBP in Nutten. Ja, Moment mal. Ah ne, Moment, die gehören zusammen, oder? Nee. What the fuck? Nee, wo ist die Viecher hier gehen? Was mache ich? Wieso greife ich alle an? Um sie alle auf einmal zu töten? Ja, ich habe es ja nicht rausgefunden. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel danach geschaut, weil, ja, ich meine, so sehr interessiert es mich jetzt auch nicht, aber ich denke mal, dass es schon irgendwie von der Indie-Stil oder Closed Beta ist, dass man da irgendwie was bekommt. Aber ich kann mir nicht erklären, dass es echt random ist. Ich fände es ein bisschen unfair, wenn das wirklich random ist. Dass man entweder so einen scheiß Pilz bekommt oder so noch diese fetten Feuerdrachen, Wolf, keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Also fände ich jetzt ein bisschen unfair, ehrlich gesagt. Use the solution on the Eggmelon. Wo ist denn hier eine Eggmelon? Greifen die mich eigentlich an, wenn ich die nicht angreife? Nee. Leute, das ist mich tatsächlich in Ruhe. Ach, fickt euch, gerade wo ich euch loben wollte, ihr scheiß Viecher. Alter, ey, die Skills sind so heftig. Vor allem, weil ich die mal wegballer. Also voll viel CC hat das. Hat die Klasse. Das. Smelly Egg Lemon. What's that powder? Could it be? Are there spore mushrooms in that potion? Okay, the violent spore. Okay. Alter, ich bin schon Half-Life. Auf 5 benutze ich Trinke. Nee, tue ich nicht. Doch, tue ich. Aber ich habe F5 gedrückt als erstes. Erst mit dem Waffenwechsel ist auch noch ein bisschen schwierig. Da muss ich mich immer dran gewöhnen. Ich wundere mich immer, warum setzt er keine Skills mehr an. Dann fällt mir auf, dass ich auf Bo gewechselt habe. Ja, was ist denn hier? Ich habe doch die Violet Bo gekillt, oder nicht? Smelly Eggmelon. Oh, okay, doch. Ja gut, ich stand auch nicht in dem Gebiet drin. Ja, das ist aber eigentlich fast schon ein bisschen langweilig, weil die sagen dir genau, was du machen musst. Also ich meine, du musst dir echt nichts durchlesen und trotzdem kannst du alles perfekt abschließen. Das ist eigentlich ein bisschen behindert gemacht. Aber da ich das ja weiß, dass es bei meinem MMORPG so ist, ja, mache ich es halt auch so. Ja, es ist einfach langweilig und wie gesagt, auf Englisch habe ich da auch keinen Bock mehr, das immer durchzulesen. Es ist halt einfach, es ist einfach ein bisschen scheiße. Check the Bulletin Board. Ich muss da hochgehen. Was ist denn das? Dual Twin Sword? Leute, ich dachte, er ist Dual Twin Sword. Ja, Dual Twin Sword wären dann ja vier Schwerter, ne? Weil du hättest zwei Zwillingsschwerter und zwei Zwillingsschwerter wären theoretisch vier. Ja, scheiß drauf. Zu deep in der Materie. So,
Ah, das. Ach, das. Ich habe jetzt irgendwie mit Board, habe ich jetzt irgendwie an Fly von das Flugboard gedacht. Ja. Tja, so geschädigt ist man schon von dem Spiel, dass man nichts mehr anderes denken kann. The Dark Solution from Rumen Valley has something to do with the kidnapping. If you see someone suspicious, run as far away from them as you can and nest. Jetzt müssen wir da hochgehen, also wirklich, man muss. Müssen nur noch so einstellen können, dass man automatisch. Oh, ich dachte schon, weil ich habe gerade auf den Pfeil geklickt. Ich dachte schon, es geht echt automatisch. Ja, ist aber normal. Ich meine, Fly hat ja auch einen Questhelfer. Das ist einfach. Ich weiß auch nicht. Es gehört einfach dazu. Muss man sich mit abfinden. Can I please eliminate the infection carriers? Will da irgendwas mit einer Solution machen, die aus denen. Collect the infection carriers virus. Was sind das für Viecher? Oh, Leute, es sind Zombies. Alter, der hält ja so viel aus. Achso, der ist Level 4, okay. Ach, ich drück immer. Ach, ich muss das mal auf die Reihe bekommen mit dem. Oh, ich habe gerade gesehen, ich habe meinen Skillshot gemisst. Ich muss es auf die Reihe bekommen mit dem Waffenwechsel. Es irritiert mich extremst, ehrlich gesagt. Das ist echt. Man stellt sich so einfach vor. Es ist gar nicht mehr so einfach. So immer so zwischen. Jetzt zum Beispiel schon wieder. Ich will den. Das ist echt. Wow. Da muss ich mich auf jeden Fall noch reinfinden. Das ist echt nicht so einfach. Auch das mit dem Auto angreifen ist ja auf Linksklick und das Laufen ist auf Rechtsklick. Beziehungsweise man kann auch mit WASD laufen, aber das mache ich ehrlich gesagt nicht. Nee, mit WASD kann man gar nicht laufen. Wie könnte man noch laufen? Man könnte noch, glaube ich, irgendwie anders laufen. Oder war das in. Nein, ich glaube, das war wieder. Ja, ich glaube, das war nicht in Nelova. Ich glaube, da bringe ich schon wieder was durcheinander. Oh, ich bin schon wieder fertig, aber ich muss trotzdem darunter. Deliver the virus. Ja, den Infection Carriers Virus to Lineal at the Forest of Hallucination. Diese Namen einfach nur. Forest of Hallucination. Just what happened? Mutant Beasts. Das sind eher Zombies, meine Freunde. You can use the disassembly function. You to disassemble. Was habe ich gerade gesagt? Disassembly. An item, click this button and then click the item. You can obtain materials and reinforcement stones. Ah, okay, das kann man mit seinem alten Shit machen, aber man kann es nicht verkaufen, oder was? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Jetzt kann man das. Ja, puh. Ja, das mache ich mal anders mal. Jetzt nicht. Ist aber trotzdem interessant. Das ist aber eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn kann man sich Upgrade-Materialien aus ganz normalen Sachen holen, die man droppt. Übrigens, da im Chat, der deine Spasti, die da spammt schon wieder die ganze Zeit. Wir müssen es mal vergleichen zum Angebot von gestern. Da hat man 10 Gold für 4,48 Euro, für 4,48 Dollar bekommen. Jetzt gibt er dir 100 Gold für 19 Dollar, Alter. Das ist ein super Angebot, Leute. Oh Mann, was für Spaß. Nee, nach einem Tag hier schon mit ihren fetten Werbungsdingern. Das ist so crazy. Move to the Shadowy Valley. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wieso. Wieso wird das überhaupt erlaubt, ganz ehrlich? Also ich meine. Das ist doch übelst der Bullshit. Ich check nicht, warum die das zulassen. Hallo, ist es jetzt ein Dungeon? Sieht fast so aus, ne? Die Musik hat sich auch verändert. Ich hab's ja gerade extrem leise. Obvious. Ne, Dubious Overwatcher. Ich dachte schon, Obvious Overwatcher. Das wäre ein bisschen too obvious. Frack, Cheerleader. Alter, meine zwei stunt irgendwie. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es jetzt wirklich die 1 oder 2 war. Eins von beiden Stunten, das andere Slowed mit der Rifle. Weiß aber nicht ganz genau welches. Jetzt muss ich nochmal schauen. Das kickt zurück. Das stunt gar nicht. Das kickt zurück. Ne, das stunt, genau, das hält fest. Ja, das stunt nicht, es hält fest. Okay, ist aber. Ja, im Prinzip ist das gleiche. Und das ballert einfach nur weg. Das hier ist so ein. Ja, Knock, Down, keine Ahnung. Da brauchen die auch ewig, um wieder hochzukommen. Und hier ist einfach nur Damage of Doom, Knockback, Stun, Poison, was weiß ich, was da noch alles für ein Scheißdreck dabei ist bei der Cannon. Die Cannon ist einfach übelst OP. Aber ich will trotzdem lieber mit dem Boat zocken. To be honest. Da fällt ein Missgeburten gespawnt. Lazy Pollen. Leute, die sind One-Hit. One-Hit mit einem. Oh, okay, der ist nicht mehr One-Hit. Frack, Cheerleader. Frack, ja, habe ich gesagt. Alter, der hält ja mehr aus als der Fettsack.
Was muss ich hier nochmal machen? Ach, nur die Viecher killen, ne? Oida, das Wasser. Alter, muss aber echt zugeben. Oida. Also es ist wirklich echt gut gemacht, muss man wirklich so sagen. Also mir gefällt das Spiel echt ultra gut. Auch der Charakter, ich meine, vergleicht das mal mit Flife, ja. Gut, okay, Flife ist so alt, ja, aber ich meine trotzdem, es ist einfach, oder, naja, gut, nicht mal mit Flife, vergleicht es mal mit Carbide 2. Das ist, na gut, okay, das ist auch schon wieder, ja, aber trotzdem. Ja, also ich meine, hier ist die, keine Ahnung, hier ist es einfach perfekt und ich meine, es ist, gut, okay, es liegt da wahrscheinlich daran, ich habe einen Charakter genommen, wo leicht kindlich aussieht, oder jugendlich, eher, pubertär, aber die Proportionen sind beim eigenen Charakter wenigstens nicht so übertrieben. Ich meine, gut, die NPCs, ja, gut, wir haben es beim letzten Mal gesehen, die haben etwas weniger und etwas überdimensionale Geschlechtsorgane. Oder Titten, whatever. Jedenfalls finde ich es gut, dass es beim eigenen Charakter zumindest nicht so ist, weil irgendwie finde ich das scheiße, wenn man die ganze Zeit nur drauf scharf ist, nah ran zu zoomen, weil die so fette Titten hat. Entschuldigung, Brüste. Ja, es ist doch echt so. Also ich meine, schaut euch mal. Oh, wie heißt denn das Spiel nochmal? Es gibt so ein paar Games, die sind wirklich Archblade, kann es sein? Boah, ich weiß es nicht. Ich habe die Spiele halt niemals gespielt. Ich habe sie nur immer in Steam und was weiß ich und im Internet überall gesehen halt. Spielt das neue MMORPG von kackdrecksgames.com. Ah, ich muss da runter. Was ist denn da oben? Ach, ich will es gar nicht herausfinden. Gehen wir einfach noch runter. Ah, man kann das hier zerstören übrigens. Oh, Leute, da ist Geld drin und ich habe die nie zerstört. Oh mein Gott, wie viel Geld habe ich mir schon... Wie viel Kupfer habe ich mir schon durch die Lappen gehen lassen, weil ich so ein Lappen bin. Erstmal ein Mana-Potion nehmen, bin ich fast out of Mana. Was macht eigentlich die 4? Das habe ich jetzt irgendwie gar nicht mitbekommen. Ich musste den Bereich auswählen und es trifft nur einen Gegner. Was ist das für ein Bullshit? Na, jetzt nochmal kurz schauen. Wir das zum Zerstören. Es geht alles nicht kaputt. Wird es eh am Ende angekommen irgendwie. Jetzt wird hier irgendwie nicht dein Endboss sein. Nee. So, jetzt Nummer 4. Ich wähle den Bereich aus. Das muss ich mir mal durchlesen. Was macht es? Es macht den Bereich und dann kommt so ein Nebel um dir rum. Setze Smokescreen. Genau. On a designated area for 3 seconds enemy within a 3... Wow, okay, deswegen trifft es immer nur einen, was ein 3-Meter-Range hat, aber 3 Meter ist eigentlich ziemlich groß. Will have the evasion decreased by 20% in the movement. Ach so, es ist ein Debuff. Ah ja, okay, ich habe mich schon gewundert, warum das überhaupt keinen Schaden macht. Okay, es ist ein Debuff einfach nur. Das ist dann im Endeffekt slow. Ja, perfekt. Also habe ich jetzt alles mit der fetten Kanone. Oder dürfte alles haben und mit der Rifle habe ich dann noch mehr. Also was mich nur stört ist, warum ist der Bow immer nur ein Ding? Das finde ich scheiße. Das finde ich echt scheiße. Find the reason why they are here. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich nach oben. Oh, shit. Shots fired. Aber warum Shots fired? Ach, scheiß drauf. Ich muss mich hier nicht verständlich ausdrücken. Aber ich muss schon sagen, das Spiel bockt sich eigentlich. Je mehr man es zockt, desto mehr bockt sich. Ich habe gestern eigentlich auch schon richtig scheiße gefunden, dass ich wieder aufhören musste. Aber ich mache hier ein richtiges Let's Play wieder von Anfang an. Dann nehme ich natürlich erstmal alles auf. Bis es irgendwie immer dasselbe wird, wie in jedem MMORPG, irgendwann erreicht man den Bad. Wie lange die einfach liegen nach dem Bow-Attack. Der Bow ist so verdammt OP. Und deswegen will ich ihn auch die ganze Zeit zocken, aber gibt halt nur ein Spell davon. Damit. Kinemegast Spawn. Ach, ich muss weiter nach oben. Noch irgendwas zum kaputt machen. Wie viel Kohle habe ich eigentlich schon? 50 Silber. Oh, ich bin so ein Pro. Fuck mal nicht oft mit dem Disable. Ich hab's doch mitbekommen, Mann. Ich habe es gehört und ich habe es mitbekommen. Ich habe das Buch gelesen, ich habe den Film gesehen und ich habe das T-Shirt gekauft. Also lassen Sie mich in die Ruhe. Also, fuck, 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 fuck. Der Bogen ist einfach so geil. Ohne Witz, der Bogen. Ich werde das, wenn man das irgendwie, also bei Dragon Nest ist es zum Beispiel so, übrigens auch ein saugeiles Anime-MMORPG, wer darauf allgemein steht. Auch mit japanischen Voices und komplett auf Deutsch sogar übersetzt. Hier ist er noch auf Englisch, liegt denke ich mal auch noch an Open Beta, irgendwann wird es wahrscheinlich auch noch in Deutsch kommen. Selbst wenn nicht, Englisch ist auch nicht so schlimm. Oh, jetzt kommt der Boss endlich. Alter. Wenigstens kann man seine Skillshots auch dodgen, erstmal voll reinlaufen. Fuck. Kann ich den stunnen oder slowen oder was weiß ich? Ja, erstmal die... Ne, umknocken kann ich ihn nicht. Schauen wir mal hier, geht da. Oh, wegschießen kann ich ihn. Dann
Ja gut, weiß ich jetzt nicht. Er bewegt sich ja nicht, ob der jetzt festgehalten ist. Keine Ahnung. Oh! Hey, aber umnocken ging doch gerade nicht mit der Rifle. Mit der Cannon. Oida! Lol, ich dachte, der explodiert jetzt. Stattdessen teleportet der sich nach oben. What the fuck? Das sah aber echt nice. Also dieses rote Licht, das da rausgekommen ist. Also das Spiel ist wirklich echt nice gemacht. Also... Es kommt echt an so... Ich finde, das ist... Gut, mit Diablo 3 jetzt vielleicht direkt nicht direkt zu ver... Nicht direkt die Resolve. Yes. Ich finde es auf jeden Fall besser als Path of Exile. Grafisch und spieltechnisch. Ja. Und Path of Exile ist ein ziemlich hart gefeiertes Spiel. Von daher mache ich mir damit jetzt wahrscheinlich schon viele Feinde. Aber ja, also ich finde es jetzt... Also ich habe Path of Exile gespielt. Nicht lange, zugegeben. Aber ich meine, wenn der Anfang von einem Spiel mich langweilt und ich den scheiße finde, dann ist das Spiel halt nichts für mich. Und hier ist es halt genau andersrum. Ich mag den Anfang total. Ich weiß noch nicht, was später kommt, keine Ahnung. Aber der Anfang, den feiere ich. Oder ja, passt das schon. Das ist immer lustig. Man klickt die paar Sätze weg, wo die labern. Und dann schaut man sich erst was an, wenn da was rot unterstrichen ist. Damit man weiß, was man machen muss. Try using the rest of the potion on an infection carrier. Wait, this is definitely the Titan's potion recipe. Recipe. Ich habe keine Ahnung, wie man Sachen pronounced, ehrlich gesagt, ich mache das mal random, außer ich kenne das Wort. Nobody can fool my sense of taste. If it shows any effect of the carriers, please deliver it to Jane. If you give it to Jane, she make medicine for you. Nice. Ich will überhaupt keine Medizin, ich bin ja nicht krank. Und was interessiert mich diese Kackviecher hier? Ja gut, mach mal die Quest noch und dann machen wir Feierabend für heute. It seems to have some effects, let's deliver the reset. Kill ich die Spacken aus. Wisst ihr, das ist so, das ist eh schon so ein Bullshit, ja. Ich heile die, oder... Ja gut, okay, wirklich geil habe ich sie wahrscheinlich nicht, ne? Aber trotzdem, ich habe irgendwas mit denen gemacht und was machen die zum Dank? Die ficken mich. Oder wollen mich ficken. Ach, da hoch muss ich. Das sieht aber auch nice, der Priester ist es, glaube ich. Habe ich auch ehrlich gesagt kurz überlegt, ob ich den nicht nehmen soll. Ja, weil ich hatte ja schon mal den Sniper, dann habe ich mir gedacht, ich habe mit dem Sniper nur das Tutorial gespielt und dann stand ich nur noch in der Stadt rum, also von daher ist es schon ein bisschen behindert. Und ich finde, ich mag das einfach, ich fand diesen Bogen, man hatte ja in der Charakterstellung Preview, wie du später mal aussehen kannst, also diese heftigen Sets später mal, und da sah der Bogen einfach nur so mördermäßig geil aus und so richtig riesig und boah. Einfach nur legendär und das habe ich schon hart gefeiert. Und irgendwie war ich noch nie der Priester-Magier-Typ in keinem Spiel, von daher, naja. So, fill up the medicine kits, first aid kits, whatever. Das zweite ist da. Lol. Wieso sind da zwei? Egal. Und das dritte ist da. Gibt so viele NPCs in dem Spiel, fällt mir immer so auf, ne? Ich meine, das hier ist jetzt eigentlich die... Ja gut, das ist jetzt Open World. Ja, aber doch, eigentlich schon, ne? Und es ist einfach wirklich extrem viele NPCs, die einfach mitten so drin sind. Also ich meine, hier sind Monster, da NPCs, überall NPCs. Also kann sein, dass es jetzt noch am Anfang ist, aber... Weiß es nicht. My body is clean, let's go to Saren. Lol, wie schnell ich bin. Wuhu, Speedbuff. Oh yeah. Wie lange hält denn das? Ah, 10 Sekunden noch. Increases your movement speed by 40%. Egal, morgen machen wir dann an der Stelle weiter. Ich wollte am Anfang, glaube ich, noch irgendwas sagen. Ich habe es dann aber vergessen. Mir ist jetzt gerade vorhin so gekommen. Ah ja, genau, wegen dem Livestream hat da jemand gefragt. Auf Facebook sogar. Wird nicht kommen. Also sehr wahrscheinlich nicht, weil ich habe es ja schon gesagt, also es ist ja nicht nur Flife keine Livestreams mehr, ich streame ja gar nicht mehr, also auch kein CSGO. Gut, LoL spiele ich allgemein momentan nicht mehr so viel, also nur so ein, zwei Runden am Tag und die meisten sind so schlecht, dass ich die Aufnahmen dann meistens wieder lösche. Ich habe keinen Bock, sowas hochzuladen. Wenn ich schon von Minute 5 an Salty bin, ich meine, wenn ich in Minute 40 Salty werde, ja, meine Fresse ist jetzt, aber in Minute 5 schon Salty, es ist einfach scheiße. Genau, und ja, da kommen halt jetzt einfach momentan eh schon gar nichts mehr in Streams, also von keinem Game. Und deswegen werde ich damit jetzt auch nicht mehr anfangen, weil mir fehlt einfach die Zeit dafür. Beziehungsweise ich habe die Zeit schon, aber ich will sie halt ehrlich gesagt nicht damit verbringen, für 10 Leute zu streamen. Also,
10 Leute sind viel als Livestream gesehen. Man muss Livestream immer viel, viel größer sehen als YouTube, weil wenn da 10 Leute zuschauen, ist es viel, viel heftiger als 10 Klicks auf YouTube. Weil die sich ja live angucken. Selbst wenn sie mal kurz AFK sind oder so. Sie haben es zumindest mal kurz live angeklickt. Und das ist der Unterschied. Aber ja, das ist ja trotzdem nicht so wirklich... Ja, nicht, dass es sich nicht lohnt, aber ich meine, wenn ich mir die Zeit bedenke, die ich dafür opfere, habe ich halt ehrlich gesagt echt trotzdem noch bessere Dinge zu tun. Da zocke ich lieber, ja, noch ein anderes Game, beziehungsweise zocke halt privat und schaue währenddessen noch irgendeinen Film oder eine Sendung oder irgendwas, ess was dabei. Kannst du alles während dem Stream nicht wirklich machen. Außer Musik hören, ja. Aber selbst da gibt es Probleme, genau. Egal, auf jeden Fall, ich freue mich, wie gesagt, dass es so gut bei euch ankommt. Ihr könnt ja mal schreiben, welche Klassen ihr so genommen habt, jetzt wo ich mal kurz den Priester gesehen habe. Also der Priester, wie gesagt, der hat mich noch gereizt. Also den Warrior oder den Battle Knight oder wie der hier nochmal heißt, den wollte ich nicht nehmen. Es ist einfach erstens zu Standard und zweitens habe ich die... Gut zugegeben, bei Flife ist der Merc eigentlich Standard. Merc und Assist und ich bin übelst der Merc und Assist-Spieler. Ich habe eigentlich nie was anderes als BP, Blade, gut Ranger, okay. Aber sonst eigentlich immer nur die 3, 4... gezockt, meistens wie gesagt Merc und Assist und hier ist es halt so, hier ist der Standardding wahrscheinlich eher so der Battle Knight, aber hier finde ich den ehrlich gesagt nicht so geil, also der Preview, alles hat mir an dem einfach nicht so gut gefallen, die Skills, wo man da in diesem Video gesehen hat, das, nein, hat mir einfach nicht so getaugt und ja, wie gesagt, könnt ihr mal schreiben, was ihr so zockt oder ob ihr es überhaupt zockt, keine Ahnung. Jedenfalls, ich bin, wie gesagt, nach wie vor fasziniert von dem Game, wie detailgetreu das ist und so. Also für ein Free-to-Play-Game ist es echt nice. Vor allem das Wasser überzeugt mich wirklich, wirklich sehr. Der einzige Spaß, die in dem Chat ist der einzige Spaß, die hier ist, der in dem Chat. Also der nervt übelst. Ich weiß auch nicht, kann man den Chat irgendwie ausblenden? Nicht, ne? Man kann ja gar nichts mit dem Chat machen. Egal, auf jeden Fall danke fürs Einschalten, macht's gut, rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.